Hallo und herzlich willkommen zu Evil Space. Jo, ich habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Das wird eine Rohrfabrik. Ich glaube echt, das wird eine Rohrfabrik. Das wird auf jeden Fall, das wird psychologisch, meine Herren und Herrinnen. Ist eine Herrin dabei? Ja, pass auf. Alles geht darum, Schwefelsäure herzustellen. Wir haben hier zwei Pumpen und mir fallen immer die Kopfhörer raus. Die halten die bei mir nicht. Scheiße. Fördern Rohöl. Dann geht das in eine Pyrolyseanlage. Ich weiß noch nicht, ob ich die vielleicht weiter auseinanderstellen muss. Ich wollte mal ausprobieren, ob ich die so stehen lassen kann. Keine Ahnung. Hier. 8 Kilowatt? Ach so, das ist ja. Nee, wir machen das hier. Ich hatte erst gedacht, ich mache das mit dem Dampf, aber nee, ich mache das, weil wir hier mehr Schweröl rauskriegen. Wohin und so, wir werden noch gucken. Das Schweröl nehmen wir dann auf jeden Fall mit. Das kommt hier rein. Schweröl und Wasser. Ja, da wird wiederum Schwefel raus. Der kommt dann hier rein. Und hier mit Schwefel, Sauerstoff und Wasser machen wir dann Schwefelsäure. Das ist der eigentliche Plan. Hier haben wir schon, hier ist halt Wasser. Ja, die arbeiten von alleine, ich weiß. Die brauchen keine Energie. Ich kann es nicht ändern. Und hier ist Sauerstoff. Ja. Und der macht auch aus Schwefelsäure, macht er das. Und der macht aus, weiß ich nicht mehr. Hier. Aus Schweröl und Wasser macht der das. Und der, den habe ich schon. Nee, den habe ich mit Damm. Nee, lass uns das nehmen. 1, der braucht ja 8 Kilowatt. Hallo? Das, ich weiß gar nicht, warum. Nee, für uns ist der jetzt auf jeden Fall die sinnvollere Lösung. Der ist richtig und die sind schon auf Öl eingestellt. Allerdings fällt mir gerade ein, der braucht auf jeden Fall von unten. Wir gehen mal runter. Ja, guck mal, passt doch. Ich mach das jetzt so. So. Das müsste gehen und richtig sein, hoffe ich. Ich glaube, der muss nur. Leg das doch mal weg. Ja, hier. Ne, Wärmeenergie 180. Okay. Okay. Ich habe viele verschiedene, einfach nur so eigentlich Pumpen. Könntest du theoretisch auch alles, wahrscheinlich die aus Kupfer nehmen, weiß ich nicht genau. Aber ich habe auch die verschiedensten Rohre hergestellt. Also hier aus Edelstahl, aus Alu. Kupferrohre haben wir. Wir haben Titanrohre. Wir haben Stahlrohre. Wir haben allen Scheiß. Jetzt die Frage, was wir für was nehmen. Ich habe mir jetzt gedacht, wir nehmen. Ich habe noch 15 Titanrohre. Wahrscheinlich habe ich die für irgendeinen Bau verbraucht. Mach mal einfach nochmal hier 25 Stück. Ist egal. Ja, aber doch. Wie mache ich das jetzt?
Ich muss relativ hoch. Soll ich den einfach so? Weil, all derweil. Ich hatte mir gedenkt, wir. Wir schieben hier rein. Ich habe noch überhaupt keinen Plan, ob das klappt, ne? War einfach nur so aus dem Bauch raus. Oh, das könnte gehen. Das war wieder so ein aus dem Bauch raus könnte gehen Ding. Na komm. Du da dran, du da dran. Jetzt kommt erstmal Öl rein. Ja? Jetzt haben wir drei Sachen, die raus sollen. Fangen wir mal hier mit einer Alupumpe an. Ah, hier kann ich ja nur zwei draufsetzen. Sehe ich gerade. Das ist weniger als befürchtet. Ne, warte mal. Eins, zwei. Ich gehe nur zwei drauf. Ah, ist das schon. Ja gut. Na gut. Ich mache Folgendes. Ich mache so. Ich glaube, das war am. Kann ich dem überhaupt sagen, was hier rauskommen soll? Alter, das geht ja gar nicht. Warte mal. Ich hab falsch gedenkt. Ich hab wieder falsch gedenkt. Ich mach die. Und mach so. Und jetzt sage ich den, kann ich das? Oh. Da wird doch Benzin hergestellt, ne? Die stellen ja Benzin her. So. Pass auf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier. Zack, weg damit. Benzin. Ja? Wer, ich frage euch, wer braucht denn in der heutigen Zeit noch Benzin? Ja? Für 1,70 an der Tanke. Nein, dann fackeln wir einfach ab. Ich finde das gut. Ich finde, das ist eine gute Idee. Pass mal auf, jetzt muss ich aus denen. Kann ich auch. Sehr gut. Eins, zwei. Aus denen. Die stelle ich jetzt hier hin. Jetzt sind die so schön in der Flucht, weißt du, mit den Anlagen. War meine Idee. Ist ein bisschen, na, ein bisschen flach, aber man kann ja noch drunter herlaufen. Ich weiß nur, die von der Seite kommen. Das ist so ehrlich, Alter, das wird eine Scheiße. Ich kann euch sagen, das wird eine Kacke. Muss ich jetzt hier auch für rein? Der wird bestimmt nicht reingehen, wenn ich einfach. Was? Wenn ich jetzt einfach so mache, ne? Dann geht der da natürlich nicht rein.
Das heißt, ich mache davon wieder welche. Aber zum Glück brauchen die echt nicht viel Material, diese Pumpgeräte. So. Na, boah, bitte. Ja. Und dann schieben wir das da rein. Okay? Okay. Dann. Ja, weiß nicht, Stahl. Wo ist dem? Einfach nur, weil wir was können. Wo? Oh. So. Stahl. Stahl. Und hier. Machen wir die wieder ab. Ich werde wahnsinnig. Hier sage ich jetzt erstmal. Schweröl, ne? Schweröl? Schweröl. So, das haben wir ja noch gar nicht. Jetzt. Ist ja egal. Ich brauche die hier. Trotzdem will ich jetzt gerade wissen. Mach mal so. Hier ist Stahl da. Das sind nämlich nicht so welche. 1, 2. Was kräftest du denn dafür alles? Brauchst du dafür die Chipse immer? Ach, du brauchst dafür die dollsten Sachen irgendwie. Also mit denen wäre das gar nicht gegangen. So, jetzt aber. Leck mich doch fett, ey. Die habe ich aber richtig rumgemacht. Und die auch. Und die auch. Und die auch. Ich werde mich wahrscheinlich sowas von vertun. So, Methan. Methan. Methan, Benzin, Schweröl. Und ja, bevor wir es vergessen. Billige Lösung. Weg damit. Aber das Methan können wir vielleicht durchaus mal gebrauchen später. Aber jetzt, für jetzt, weg damit. Das ist scheiße, ne? Also. Was habe ich denn überhaupt noch an Pumpen jetzt? Habe ich die alle schon verbraucht? Ich sehe nicht eine. Doch, hier die. Edelstahl. Ja, meinetwegen. Meinetwegen Edelstahl. Aber wenn ich jetzt. Ja gut, hier kommen die einfach so raus. Das geht schon, ist aber. Das ist assi. Wo soll ich die mittig stellen? Wie würde das jetzt aussehen?
Ist okay, ne? Kann man machen, komm. Jetzt wird er die richtige Höhe treffen, aber ich glaube, es ist hier. Und der... Boah, leck mich doch ehrlich. 1, 2, 3, 4. So, das wird auch Wasser. Ah, muss ich ja wieder neu einstellen, ne? Wasser. Jetzt kriegt er schon Wasser, ne? Ja, guck. Kriegt schon Wasser. Sehr schön. Sowas? Oh. So. 1, 2. Ah, ich habe den doch kopiert. 1, 2. Bei dem müssen wir ja, Entschuldigung, bei dem müssen wir ja eh anders machen. Ich weiß nicht, ob auch so eine Pumpe reicht. Irgendwie habe ich wieder Frosch im Hals so. Dann ich mache hierfür, mache ich die. Komm, machen wir. Für rein brauche ich doch gar nicht so eine. Ich brauche doch nur eine ganz normale. Wir brauchen doch nur die hier. 1, 2. Rein, Mann. So. Rein. Ein. Dass die jetzt so rumstehen und die so rumstehen, finde ich irgendwie assi, ne? Ist schon wieder doof, ey. Rein, rein. Dann brauchen wir hierfür auch Alurohre. Komm bitte. Ah, da war er. So. Zack. Könnten wir auch wieder so machen. Ich weiß nicht, wie schnell das gehen muss, aber jetzt haben wir. Wie lange brauchen die denn? 3 Sekunden. Komm, wir haben doch. Ist doch scheißegal. Ist doch nicht so teuer. Jetzt. Aber davon haben wir keine mehr. Ich bin Horst. Alter, ey, du hast ja aber auch keinen Platz an den Dingern, ne? Wie viel kommt da eigentlich raus? Die können wir ja bauen. Wobei Orange eigentlich besser passen würde für Schwefelsäure. Und das Problem ist natürlich, wir müssen die ein Stück weit ziehen, ne?
Okay, die muss ich sowieso auch von unten versorgen, sehe ich gerade, damit das wenigstens halbwegs vernünftig aussieht. Ansonsten brauchen wir nichts an Energie, ne? Nur die, da brauchen wir unten nicht dran, aber bei denen müssen wir unten dran. Das nützt nichts. Ich mache jetzt einfach mal 1, 2. Ich mache jetzt einfach mal die billigen. Ob das sinnvoll ist oder ich weiß es nicht. So, weiß ich nicht. So, ja. So, nach unten. Schön, dass wir hier. Toll. Toll. Ich brauche Strom. Ich brauche Strom. Irgendwie brauche ich Strom. Schön ist das alle nicht. Mal gut, hierfür brauchen wir auch Strom. Wir brauchen auf jeden Fall so weit, ne? Oh, okay. Stimmt. Stimmt. Gib mir Strom. Komm. Natürlich. 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 Okay, hier muss. Was? Wo bin ich? Was? Ich komme gerade nicht klar. Warte. Ich bin gleich wieder so weit. Hier ist das doch. Gib mir das. Wo waren wir gerade zu Hause? Hier, ne? Ah, ich weiß. Mach doch einfach so. Ist das... Nee. 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 Verdammt. Sieht da kacke aus, ehrlich, ey. Ich weiß, schön ist anders. Aber es geht hier auch nicht um schön. Es geht darum, dass der Kack funktioniert. Jetzt komme ich da sowieso gleich nicht mehr hoch. Kannst auch zumachen, ey.
Ja, weiß ich nicht. Tu mal. Kann ich nicht einen schönen haben? Kommt hier doch wieder gleich ein Loch rein. So. Ich sehe nichts. Mach mal Dampf weg hier. So. Was? Der arbeitet. Ja, klar, der arbeitet schon. Alter. Was geht? Ach, das ist ja jetzt. Warte, ich mach das. Moment, warte doch. Und na, super. Mach mal so. Ich sehe ja nichts hier. Ich lass den mal offen. Ich habe hier noch nichts eingestellt. Okay. Aber Schwefel kam schon an, Leute. Das war jetzt natürlich nicht der Plan. Das hat einfach so. Ach. Wenn du kein Wasser machst, dann will er Strom. Oder was? Das ist so gewollt. Kann das sein, dass das so gewollt ist? Da. Was leistet der? 8,8 und der braucht? Okay, der braucht 6,4. Dann machen wir den. Ja, gönne ich dem jetzt, warte mal, damit wir was sehen. Gönne ich dem jetzt den Strom von da, ist eigentlich nicht das, was ich möchte, ne? Ist eigentlich nicht das, was ich möchte, Leute. Aber ich möchte das jetzt auch nicht so weit ziehen. Ich kann aber. Ach, es ist ein Kreuz. Lass mich erst raufkommen. So. Moment. Jetzt. Tu es.
Ah, toll. Ist gut, wenn das Mikrofon aus ist, ne? Ja, ich hab gerade gesucht nach Sachen und hab gepennt. Hab vergessen, das Mikrofon wieder einzuschalten. Sorry. Wie lange war das jetzt aus? Das darf nicht wahr sein, ehrlich, ey. Dabei, ich habe so gedacht, weil das ja leuchtet, vergesse ich das nicht. Ich glaube, das war ewig aus. Soll ich die Scheiße nachvertonen? Wahrscheinlich muss ich das. So, habe ich das jetzt? Chemikalienbad. Oh, das ging aber schnell. Okay. Ja, damit machen wir das. Und jetzt ist die Folge eh vorbei und ich bin mal gespannt, ob ich den ganzen Scheiß nachvertonen muss. Was soll ich dazu sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte trotzdem. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.